herzlich willkommen zu einem neuen Video. Jetzt sind wir bei Video Nummer 7 und haben das kleine, süße Journal Fragen des Lebens hier bei uns. Ich habe hier so ein bisschen was noch gecraftet. Wir sind nämlich jetzt gerade noch beim Einsortieren der Fragen. Wir haben noch ein paar Plätze, wo Fragen hinkommen. Und wir haben noch ein paar unzugeordnete Sachen. Zum Beispiel diese ganzen Tags von Karten haben noch keinen Wohnort. Das schmeiße ich sie auch schon durch die Gegend. Ja. Wie üblich freue ich mich über Kommentare, Likes und neue Abonnenten. Also haut in die Tasten, Jungs und Mädels. Natürlich freue ich mich auch über Diskussionen und auch Verbesserungsvorschläge. So, jetzt kommen wir hier in die Bütt. Ich habe diese beiden ziemlich stabilen, fetten Tags hier. Die möchte ich gleich noch mit dem Cover unterbringen. Das trocknet allerdings noch. Hier bekommt jedes so einen kleinen, ja, sagen wir mal, Seitenstreifen verpasst. Die lege ich mir erstmal zur Seite, die sind später dran. Für alle anderen habe ich hier ja, diverse Möglichkeiten. Ich habe hier Taschen ausgeschnitten, 4 Stück. Und ich habe auch hier noch von diesen kleinen hübschen Ecken, deren Namen mir gerade nicht mehr einfallen, was ausgeschnitten. Die können so oder so sein. Viele davon sind einfach, ja, für rechts gemacht, wie auch immer. Ja, man kann jetzt diese Karte hier so reinstecken. Ein Tag passt am besten wirklich hinter so ein großes Ding. Die etwas stabileren Sachen hier, die würde ich auch eher in so eine Ecke packen. Und die, sag mal, schmaleren, feineren Sachen dürfen ja hier in den Täschchen wohnen. Was ich alles schon gemacht habe, ich habe die schon distressed, fertig ausgeschnitten und ich denke, da sollte kein Wunsch mehr offen sein. Ich frage mich jetzt gerade, was ich falsch gemacht habe oder ob ich mich verzählt habe. Ich denke, ich habe mich verzählt, weil hier sind noch 4 über und ich habe noch 3 von diesen Streifen. Ich muss einfach noch einen 4. machen. Hilft ja alles nichts. Oder alternativ packe ich einfach in eine von diesen langen Taschen hier 2 Stück rein. Dann halt hochkant. Vielleicht packe ich da 2 hochkant rein. Und packe ich hier dann einfach die etwas dünneren zusammen rein. So. Wohl brauche ich dann gar nicht mehr, ne? Machen wir das doch einfach so. Zack. Ja, fertig sortiert. Und jetzt müssen wir nur noch Wohnorte dafür finden, ne? Beide Signaturen, die sind mittlerweile, sind auch beide gleich dick und gleich schwer, weil die richtig was drin haben. Die haben richtig was auf dem Kasten. Und ich habe auch die Fragen schon einsortiert, allerdings noch nicht aufgeklebt. Ich möchte jetzt erstmal diese ganzen Täschchen und Sachen hier irgendwie reinbringen. Dafür räume ich jetzt erstmal den Kram zur Seite. So, alles das, was später einziehen möchte, die müssen ja eh erstmal trocknen. Also wir können jetzt nicht einfach hier eine Tasche reinpacken und direkt das Kärtchen reinstecken, das wird nicht funktionieren. Also doch, ja, es wird funktionieren. Nur wird es dann wahrscheinlich drin kleben bleiben. So, ich sortiere mir die mal zurecht. Also ich möchte gerne 2, 2 haben, also dass jede Signatur 2 Taschen bekommt und jede Signatur sollte 2 von den Streifen bekommen. Ich mache das jetzt einfach mal so. Also ich glaube, an diese Stelle passt wunderbar diese lange Tasche. Dazu nehme ich wieder meinen Junk Journal Kleber und einen schmalen Pinsel, den ich auch noch fix trocken mache. Wichtig ist hier, dass er wirklich den Rand gut erwischt, ohne über den Rand zu malen, weil sonst klebt man nämlich gleich die nächste Seite an. Das ist nämlich auch sehr beliebt, einfach so rum zu manchen, dass man die nächste Seite direkt mit anklebt und im Eifer des Gefechts hat man dann sein Buch zugeklebt. Das ist ungünstig.
So. Weil wenn wir das jetzt hier gemacht haben, den Teil hier an Täschchen und an, ich glaube, das ist ein Tax, ich bin mir echt nicht sicher, ich muss da nochmal nachgucken. Noch nicht sattelfest in den Begriffen. So, jetzt merke ich gerade, ich habe hier rüber geschmiert oder ich habe Kleber, der hier rauskommt. Das ist für meine Finger egal, für die nächste Seite aber nicht. Na gut, machen wir es erstmal so. Ich schiebe diese Signatur mal zur Seite und blätter die andere auf. Guck mal, wo wir hier direkt, wo wir direkt punkten können. Ich weiß gar nicht, ob das nicht vielleicht eine super gute Idee wäre, hier. Nee. Stabilisiert die Seite vielleicht ein bisschen mit dem Umschlag, dachte ich mir. Aber ich muss sagen, das gefällt mir nicht. So würde es mir eher gefallen. Klingt das was? Vielleicht. So, jetzt wollen wir hier mal vernünftig den Kleber verarbeiten, ohne dass wir uns die nächste Seite reinkleben. Aha. Eigentlich müsste ich jetzt irgendwie was singen oder so. Ich weiß nicht, wie ist denn das mit euch? Seid ihr Morgen- oder Abendmenschen? Also ich bin wirklich ein Morgenmensch. Also ich kann lieber um 7 Uhr morgens aufstehen und hier craften, dass es für mich in die Nachmittags-Abendstunden reingeht. Da bin ich echt kaputt. Bin ich ja auch nicht jünger, ne? Und so trifft es sich manchmal, dass ich abends wirklich zu müde zum Craften bin, auch wenn es mir echt Spaß macht. Und je später es wird, desto mal voller werde ich. Es fällt auch auf. Ist vielleicht für euch ganz gut, da könnt ihr einfach zugucken. Und noch mein Gesabbel die ganze Zeit zu hören. So, hier mal eine Frage. Ja, vielleicht ist das hier, dachte ich mir, schon so ein guter Ort für so ein oder? Warum hatte ich den denn? Jetzt, warum hatte ich den? Aber tut nichts, dann mache ich mir eine Laterne zu, das höre ich nicht. Dann mache ich das lieber so. Und packe hier diese kleine Ecke da. Auch ein beherzter Streifenkleber, weil das muss ja auch ein bisschen mithalten. Also, mir schwant schon, dass ich morgen sehr früh aufstehen und das Buch noch einpacken darf, damit es vernünftig trocknen kann. Aber mein großer Horror ist ja echt, wenn ich hier, weiß nicht, das Journal einpacke und morgen verschenken will, das Geschenkpapier klebt draußen dran, dann kriege ich eine Krise. Also hat doch jeder irgendwie so eine Horrorvorstellung, was er möchte, was nicht passiert. Nicht ist ein sehr schweres Wort. Ich glaube, das lassen wir jetzt auch mal kurz ruhen. Eine Tasche. Ja, der Kleber, der zieht so geil an. Ich freue mich da jedes Mal drüber. So. Ja, hier haben wir. Achso, genau, das wollte ich ja hier drauf bringen. Das wollte ich da drauf bringen. Das hier riecht danach, als wolltest du irgendwie so ein Ding zu haben, oder? Ich weiß gar nicht, wo kann ich noch eine zweite Tasche unterbringen? Die zweite Tasche auf dem Wellem unterbringen, das wäre eigentlich auch nicht schlecht, ne? Ja, das gefällt mir. Dann kommt die zweite Tasche aus Wellem. Ja, ich weiß, man sieht auf der Rückseite dann den Klebestreifen. Ist halt so. Ist halt geklebt. Das habe ich ja schon wieder über die Kante geklebt, glaube ich.
gespannt, wie das jetzt von hinten aussieht. War eigentlich ganz cool. Sieht gar nicht ein Kleber so viel. Das gefällt mir. So. Wo könnte man dann jetzt noch so eine Ecke unterbringen? Ich schneide aus Bellum. Ah. Da oben ist Kleber rausgekommen. Uncoole Nummer. So, das hier ist schon gut belegt. Das hat auch schon so eine Ecke. Eins da und eins vorne. Welchen hatte ich denn da gerade noch? So, da haben wir ein Täschchen. Dann haben wir das. Hier hatte ich gerade die Idee, ne? Ich glaube, das mit dem Grün passt eigentlich am besten. Das gefällt mir sehr gut. Also nehmen wir das. Wie rum die Schrift hier auf der Rückseite ist, keine Ahnung, mir egal. Das tut überhaupt nichts. Das jetzt aber Kopf ist oder Peng, man sieht es ja eh nicht, ist er dahinter. Ich kenne tatsächlich Leute, dass wenn man irgendwas macht und sagt, du, sieht man doch eh nicht, dass die eine mittelschwere Krise kriegen. Oh, man muss doch ordentlich arbeiten. Nur weil man das vermeintlich nicht sieht. Nee, das sieht man auch in echt nicht. Ich bin da nicht so. Ja, ich würde jetzt noch nicht so drauf rumdrücken, also jetzt mit dem ganzen, mit der ganzen Signatur, weil ich doch Sorge hätte, dass ich mir das dann doch irgendwie anklebe, weil da ein bisschen Fünkchen Klebstoff rauskommt. Also das hier andrücken ist eine Sache, dann mit den Fingern. Ich würde jetzt nicht die Signatur da komplett drauf knallen. Auch das gefällt mir. Ich bin ja voller Freude, was das angeht. So, und wenn ich jetzt gleich anfange, die ganzen Fragen, die ich hier so verteilt habe, die wollen ja alle einen Wohnort bekommen, wenn ich die jetzt gleich fröhlich hier im Journal verteile, dann werde ich nämlich auch noch die andere Deko hier mit auf den Tisch legen und immer mal wieder zugreifen. Ihr werdet es dann, im Endeffekt werdet ihr es dann im Flip-Through sehen, was alles wo ist. Und so ist das. Ich glaube, ich mache einfach bei den, von den ganzen Fragen, die ich dann so hübsch einklebe, mache ich einfach ein Highspeed-Video. Könnt ihr euch das nochmal anschauen und mich da flitzen sehen. So, nein, hatte ich jetzt nicht eben zwei davon? Jetzt verwirrt. Also den hast du eingeklickt, ja. Ach da, ja, alles klar. Geistige Umnachtung. Auch hier wölbt sich das etwas. Ich frage, ob ich hier einfach in die Stabilisierung gehe. Welche Fragen habe ich denn da hingepackt? Glaubst du an Gott, wie stellst du denn vor? Das könnte dahin passen, ja. Okay, kann ich machen. So stabilisiere ich die Seite, weil das Vokabelpapier, das scheint echt nicht so richtig stabil zu sein. Das möchte irgendwie weg. Ich weiß auch nicht. So, jetzt ist es aber dennoch wichtig, dass ich das Ding hier einmal gestreckt kriege. Okay, jetzt haben wir nämlich noch ein Täschchen über. Ob das jetzt so stabilisierend ist, ich werde es sehen. Also im Endeffekt ist das ja ein Buch, was
in sich schon sehr voll und sehr fest ist. Deswegen ist das, glaube ich, fein so. Jetzt muss ich nur irgendwo einen Platz finden, wo ich noch eine Tasche unterbringen kann. Hat das schon geklappt? Ich das hier wäre eine Möglichkeit. Nee, noch was? Vielleicht mal hier die Tasche auf die hintere Seite. Das ist doch eine brauchbare Idee. So, das letzte Stückele. Das letzte Stückele ist auf der Signatur. Na, wie fein, wie fein. So, jetzt haben wir mich auch die ganzen Stückchen, die noch eingesortiert werden wollen, haben jetzt auch Wohnorte. Total gut. Jetzt lege ich das aber erstmal aufs Gesicht hier. Also die Frontseite. Und das hier ist auch fein. Das mache ich jetzt erstmal locker fluffig zu. Ja. Gerade schon Schreck gekriegt, dass ich es verkehrt rum eingeklebt habe. Habe ich immer. Juti, das ist jetzt erstmal der Zwischenpart gewesen, der jetzt diese ganzen Sachen hier einsortieren wird. Das muss ich jetzt allerdings trocknen lassen und werde jetzt gleich mit diesen ganzen Fragen und kleinen Deko-Elementen anfangen. Die hier sind ja schon reserviert. Haben wir ja gerade eben drüber gesprochen, reservierte Deko-Teile. Ich habe auch noch so ein paar nicht reservierte Deko-Teile, die sich jetzt hier noch irgendwo drin befinden wollen. Ich schau mal eben, wie lang dieses Video schon ist, ob ich jetzt hier einfach was anhänge oder ob wir jetzt Feierabend machen und aufs nächste warten. So, 17:48 Uhr. Ja, das ist doch eine brauchbare Zeit, um hier einen Cut zu machen. Und dann bekommt ihr als nächstes nämlich das Multispeed-Video des Fragen, des Stressen-Einklebens und der ganzen Geschichten, die jetzt noch kommen mögen. So, ich freue mich, dass ihr mir bis hierhin gefolgt seid. Ich freue mich auch, wenn ihr mir weiter folgt, wenn ihr die anderen Videos schaut. Ich werde euch die entsprechend verlinken oder mindestens immer mal das Video davor und das Video danach. Und ja, wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch, abonniert gerne meinen Kanal und ich wünsche euch erstmal ganz viel Spaß beim Basteln. Und bis demnächst in diesem Kino.